So, jetzt bitte einmal nicht erschrecken. Boah! Ja, ich bin total irre unterwegs. Es ist jetzt nur für zu Hause, denn ich habe mit etwas Neuem experimentiert und wollte das mal auf die Schnelle mit euch teilen, was daraus geworden ist. Unter anderem, weil ich gefragt wurde, wie ich denn diesen Einkauf finde. Denn eine ganz liebe Person, Melis, Dankeschön, eine ganz liebe Person hat mir diese Aqua Shadows empfohlen, die sie auf einer Beauty-Messe gekauft hat und hat mir auch gleich zwei besorgt im Auftrag. Vielen Dank. Und zwar sind das Make-up Studio Aqua Shadows H2O. Das ist eine niederländische Firma. Ich verlinke euch mal hier links die Website. Ich weiß nicht, ihr müsstet dann schauen, ob die nach Deutschland verschicken, falls euch die Dinger gefallen. Ich habe jetzt zwei Stück bekommen. Einmal Green Metallic, den habe ich oben auf dem Lid. Also die Kamera ist wirklich nicht vom Bild her nicht so super wie die andere. Und die andere Farbe ist so ein Blau, Metallic Blue. Den habe ich unten. Sieht man das? Die sind wasseraktiv, sprich man muss die mit Wasser anmischen, damit es so eine Emulsion ergibt, die dann aufgetragen werden kann. Als normale Lidschatten sind die viel zu hart. Ich habe das jetzt anstelle, also man kann es entweder direkt auf den Lidschatten sprühen oder den Pinsel befeuchten und dann aufnehmen. Das habe ich gemacht. Auf einem Auge relativ trocken noch, also mit wenig Wasser angemischt. Und auf dem anderen war der Pinsel ein bisschen feuchter. Und das rutschte dann auch in die Falte, aber ich konnte dann, als der Pinsel ein bisschen trockener war, nochmal drüber gehen, rauf und jetzt hält's auch. Ihr seht, ja, hier ist nichts mit Makro. Also es ist jetzt nur ein Experiment. Ich werde so ganz sicher nicht auf die Straße gehen, weil man würde mich umbringen. Aber ich hoffe, ihr könnt sehen, wie strahlend und brillant die Farben sind. Ich bin sehr angetan. Es ist halt noch so ein leichter Metallic-Effekt dabei. Sind ja auch Metallic-Shadows. Das Schwarze ist aber natürlich Lidschatten. Also man kann Lidschatten einarbeiten, wobei das natürlich, sobald das Wasser verdunstet ist, sie antrocknen und sehr trocken und rau sind. Aber man arbeitet dann halt punktuell mit Druck. Ist nicht so wie auf so einer seidigen Base, aber es funktioniert. Ich denke, wenn ich das jetzt in echten Looks, mit denen ich auch auf die Straße gehe, umsetze, werde ich das nur aufs bewegliche Lid auftragen. Also ich denke, ne? Ich find's cool. Also es gibt, glaube ich, 6 verschiedene Nuancen. Gold, Silber, Blau, Grün, Lila und ich glaube Magenta oder so. Und der Preis ist, meine ich, um die 6 Euro. 5 bis 6 oder so als Refill. Und ja, es finde ich ein nettes Ding, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal sichtet und euch unsicher seid. Das ist sowas, was man damit kreieren kann. Es gibt natürlich ganz viele wasseraktivierbare Produkte auf dem Markt. Mit den Kryolan-UV-Dingern komme ich noch nicht so zurecht. Das hat mit denen wesentlich besser geklappt, aber ich habe die auch als Hauptlidschatten und nicht als Base verwendet. Ja, ich wollte es eigentlich nur so reingeworfen haben, würde mich bei Melis bedanken. Beim nächsten Mal bringst du mir bitte noch welche mit, okay? Und ja, einfach um mal wieder ein Video zu haben, ne? Entschuldigung, ich bin albern. Naja, bis zum nächsten Mal. Na, wo ist denn der Knopf? Da.